Hallo und willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us 2. Ellie hat ein Boot. Haben wir geklaut. Und damit fahren wir jetzt zum Aquarium. Und zwar im Turbo-Modus. Nehmt das, Okay. Wellen! Keine Verfolger. Gegen meine Macht seid ihr machtlos. Wo ist das Riesenrad? Benutzt den Lauschmodus, um dein Boot zu orten. Okay. Tabletten. Her damit. Sonst scheint hier nichts zu sein. Aber cool. Müssen wir uns echt ein bisschen umschauen, habe ich das Gefühl. Eis wäre jetzt schon nicht schlecht, ne? Jetzt fahre ich mal, offensichtlich muss ich darüber. Aber ich fahre jetzt mal noch mal kurz hier lang. Nee. Sieht nicht so aus, als wäre hier was. Aber ich schau mal kurz. Ist das Wasser aber seicht. Seichte Suppe. Ob ich da wieder hochfahren könnte, wenn ich wollte? Weil wenn nicht, und wie ich mir gedacht habe, geht's nicht. Frage ich mich, wie ist das Boot überhaupt in erster Linie da hochgekommen? Oder gibt's. Vielleicht ist das so ein Einwegding. Vielleicht fahren die Boote immer wieder mit dem Lasterfluss aufwärts und dann können sie von oben mit den Booten wieder schnell runterpaddeln, wenn es sein muss. Wer weiß, wer weiß. Ich glaube, ich gehe hier mal kurz an Land. Man weiß ja nie. Ich schaue mich ein bisschen um hier. Ich will nichts verpassen. Na, was haben wir denn da? Eine nutzlose Nahkampfwaffe, die ich nicht brauche. Obwohl doch, mittlerweile ist die besser als meine. Und ein Erste-Hilfe-Päckchen, das ich nicht brauche. Cool. Kann ich die Waffe pimpen? Ja, aber ich könnte auch. Oh, das ist jetzt die Frage. Waffe pimpen oder doch lieber Pfeile herstellen? Waffe pimpen. Pfeile kann man dann immer noch herstellen, wenn Pfeiltopia geöffnet wird. Der Pfeilvergnügungspark. Mit Attraktionen wie Pfeil, Schieß, Buden und Bitte geh durch. Pfeilbau-Workshops. Und Jahrmarktgefährte, die wie Pfeil und Bogen aussehen. Da wird man durch die Luft geschossen, wie sonst noch was. Okay, fahren wir rückwärts. Fahren wir rückwärts hier runter. Hui! Ich frage mich, ob das problematisch wäre. Ist nicht sehr stromlinienförmig. Ich könnte mir vorstellen, dass es da ganz schöne Turbulenzen gibt. Was jetzt? Was jetzt, Ellie? Du vergisst manchmal, dass du in einem Videospiel bist. Es gibt hier offensichtlich irgendwo einen Türöffner oder so. Ah, immer diese Protagonisten. Während des Spiels, während des Gameplays musst du keine Angst haben. Du bist eine Protagonistin. In Cutscenes, eventuell. In Cutscenes wäre ich immer vorsichtig als Protagonist. Da ist man nicht sicher. Da kann man auch als Protagonist schwer verletzt werden oder vielleicht sogar sterben. Das gibt's doch auch. Aber während des Gameplays ist man eigentlich quasi sicher. Die Frage ist nur, wenn ich neu lade oder wenn ich sterbe und zurückgesetzt werde, bin ich dann die gleiche Figur oder nur eine Kopie der Figur? Stirbt jedes Mal eine Ellie, wenn ich sterbe? Und ich muss immer wieder
Ne? Wisst ihr, was ich meine? Oder? Man weiß es nicht. Gibt es irgendwo in der Hölle einen eigenen Part nur für Ellies, weil schon so viele gestorben sind? Na super. Muss ich da raus mit dem Kasten? Geht gar nicht. Dann frage ich mich... Ah, ich sehe es schon. Aber jetzt schaue ich nochmal, welche kann ich durchkriechen. Okay. Wo geht's hier hin? Oh, jetzt weiß ich nicht, was der richtige Weg ist, ne? Da muss ich jetzt aufpassen. Das ist der richtige Weg. Ach so. Ich dachte, das andere wäre der richtige Weg. Dann muss ich erst da oben durchklettern. Ich denke mir das oft. Ich habe, glaube ich, schon ein bisschen Platzangst. Jetzt nicht wirklich oder so. Also Aufzüge oder enge Räume oder so machen wir nichts. Aber wenn sie hier so durchkriecht, ist das für mich schon sehr unangenehm. Und ich denke mir das oft, wenn ich in so Dokus irgendwie so Höhlenexpeditionen sehe, wo sich Leute durch Felsvorsprünge quetschen, die wirklich so eng sind, da wird mir schon sehr mulmig dabei. Das ist schon für mich echt schlimm. Beth. Wenn du das hier liest, bin ich erledigt. Ich hoffe, es war keiner von diesen Scar-Wichsern, sondern irgendwie mit Ruhm und Ehre verbunden. Ja, das bringt dir jetzt echt viel, wo du tot bist, dein Ruhm und deine Ehre. Aber gut, wenn er unbedingt meint. Jetzt wartet mal, ich schreibe mir kurz, ich sehe schon, da ist ein Passwort, ich schreibe es mir schnell auf. Hier in Real Life. 64, meine Lieblingszahl. 64 und 120 sind meine Lieblingszahlen. Wegen den 120 Sternen in Mario 64. 151 ist wegen den Original 151 Pokémon auch eine schöne Zahl. Aber noch mehr hoffe ich. Und komischerweise 7. Ich weiß aber nicht genau, warum 7. Aber noch mehr hoffe ich, dass du noch weißt, wo wir die Drogen versteckt haben. Der Code ist 701264. Es ist nicht viel, aber mehr habe ich nicht. Ich will, dass du es machst. Mach's gut. Ich will, dass du es nimmst. Mach's gut. Ich will, dass du es machst. Nimm's gut. Randall. Randall the Scandal. Also das sind nicht die Drogen. Wie wechsle ich gleich nochmal Munitionsarten? Ah ja, okay, passt schon. Der Scandal Randall. Habe ich schon wieder eigentlich Pumpgun-Munition? Jo. Jetzt würde mich natürlich schon interessieren, wo die Drogen versteckt sind. Da müssen wir uns noch genau umschauen hier. Weil normalerweise ist der Safe immer in der Nähe. Also, das wäre mir neu in dem Spiel. Aber kann man hier durch? Nicht wirklich, oder? Das wäre ganz was Neues, wenn da plötzlich eine große räumliche Distanz wäre. Glaube ich nicht. Aber von da drüben springe ich dann schon da runter und kann wahrscheinlich das Rätsel lösen, oder? Und kann das Tor öffnen. Deswegen schaue ich mich nochmal kurz hier unten um. Hier kann man wirklich nicht hochspringen, Spiel. Na gut, okay. Wenn du das sagst, wird schon stimmen. Weil da ist eine Schnellwasser, eine Schnellstrom. Wie nennt man das? Schnellstrom. Stimmt, glaube ich, oder? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da eine Strömung. Eine Schnellstromströmung. Wenn ich die überquere, dann ist alles aus. Moment mal! Ich kann hier einfach durch. Ich kann hier einfach durchfahren, oder wie? Weil dann ist vielleicht da drin der Safe. Ja, mein Gott, was mache ich?
Ich dachte, das ist quasi der reguläre Weg, der richtige Weg. Aber in Wirklichkeit ist das gar nicht der reguläre, richtige Weg. Der Richtung wäre Leg. Sondern der Rätselweg. Alles hier ist ein einziger großer Rätselweg. Man müsste das alles gar nicht machen. Interessant. Na dann, hier oben ist nichts, oder? So. Meine Tür steht offen. Ich bitte euch herein. Was mir gehört, soll auch euer sein. Zum Beispiel der Safe hier drin. 70. Brrr. Halt, stopp. Nicht so weit. 12. Vierundsechzig. Ja. 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 Loot. 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 Könnten wir mal gucken, ob ich nicht schon wieder... Ja, kann ich nämlich. Genau. Habe ich jetzt das letzte hier schon? Ich glaube, das habe ich schon, ne? Was war jetzt der letzte Skilltree? Stabilität und Genauigkeit. Während der Bewegung. Hm. Bewegungsgeschwindigkeit. Reichweite im Lauschmodus. Irgendwie kommt mir das so vor wie der Skilltree hier. Naja. Also das Einzige, was ich jetzt machen könnte, ist hier, während man sich bewegt, 100% Stabilität und Genauigkeit. Aber mit allen Waffen, weil das wird nur eine Pistole angezeigt, verbessert die Zielstabilität und Genauigkeit während der Bewegung. Wie oft schieße ich schon, während ich mich bewege? Das sparen wir lieber. Für coole Skills. Okay. Okay. So. War gar nicht so schwer. Und zack, Torfel drunter, Ellie tot. Hier ist schon mehr Strömung, als ich dachte. Fahren wir seitlich, damit wir umfallen. Hui. Die Strömung ist ja nicht so stark, wie ich dachte. Jetzt sagt mir das Spiel, dass auch eine barrierefreie Steuerungsoption fürs Boot verfügbar wäre. Stelle ich mich so blöd an. Anscheinend. So. Los geht's. Los geht's. Welchen Weg gehen wir? Ja, Spiel, ich hab's verstanden. Ich brauche bitte das leider nicht. Danke trotzdem für den Tooltip. Das ist überhaupt wirklich cool. Das ist wirklich, wirklich richtig gut. Das muss man dem Spiel hoch anrechnen. Gerade was Barrierefreiheit angeht, hat das Spiel wirklich super viele Optionen. Kann man super viel machen. Das ist echt gut. Das erlaubt wirklich super viel Menschen mit körperlichen Behinderungen trotzdem das Spiel zu spielen. Ob jetzt motorisch quasi irgendwas mit den Händen oder Armen oder... Sehbehinderungen oder sowas, da gibt es super viel Einstellungsmöglichkeiten. Das ist echt richtig toll. Richtig gut. Das habe ich in den letzten Jahren bei Spielen schon öfter gesehen, aber hauptsächlich, ehrlich gesagt, immer bei kleineren Spielen. Und dass jetzt hier so ein AAA-Spiel quasi diesen großen Sprung macht und wirklich so eine große Barrierefreiheit hier einführt, einbaut, finde ich richtig klasse. Müssen wir da durchfahren? Oder geht's da lang? Oder führen alle Wege nach Rom? Wahrscheinlich. Ich fahr mal da rein.
Genau, da hätte ich auch genauso gut hier lang fahren können. Es ist im Grunde wurscht. Na gut. Carthy. Hm. Ah, da ist was. Ein Toter. Der braucht das sein Zeug eh nicht mehr. Glaube ich zumindest. Ich kann ihn nicht mehr fragen. Oh, was ist denn, welcher ist denn das? Falls irgendwelche Wolves das lesen, warnt Isaac und die anderen, die Gerüchte sind wahr. Da draußen ist ein neuer Infizierter. Sieht aus wie etwas, das schon die Hälfte eines Bloaters ist. Dann aber einen Rückzieher gemacht hat. Hässliches Drecksvieh. Vielleicht hat der ganze Regen in der Gegend eine Mutation verursacht, keine Ahnung. Er war langsam, also konnte ich ihn leicht erledigen. Aber als ich mich ihm näher, als ich ihn mir näher anschauen wollte, sind alle Pusteln auf ihm explodiert. Meine ganze rechte Körperhälfte ist verbrannt. Irgendeine Säure. Wenn ihr seht, dass so ein Ding in eure Richtung stolpert, haltet euch fern. Okay. Jetzt muss ich hier aber mal kurz tauchen. Ne, hier hat's ganz schön viel Dreck reingeschwemmt. Na schön. Dann wieder auf aufs Boot. Fahre ich hier noch richtig? Ja, da brennt Licht. Verdammt. Da ist noch ein Boot. Ich glaube, die meinen mich. Ich befürchte, ich bin noch im Boot. Hey, jetzt machen wir mit der Ruhe da drüben. Jetzt ist sie weg. Und jetzt? Ja, und jetzt? Sind wir wieder allein, allein. Aha, ein Seil. Was machen wir denn mit dem Seil? Das Abseilen. Mein Gott, ist das lang. Heilige Makaroni. Sieht richtig aus. Ah, jetzt kann ich hier rein, auch wenn ich will. Mensch, wenn ich jetzt das Zielfernrohr hätte für das Ding. Das wäre eine super Position. Shadow. Ich glaube, Shadow hieß er bei... Jacket Alliance 2. Einer der besten Rekruten, die man sich so holen konnte. Von Haus aus super getarnt und mit Scharfschützengewehr. Zielfernrohre werden überbewertet. Genau so. That's the way. Aha, aha. I like it. Aha, aha.
That's the way. Ich habe gerade noch jemanden Aha. Das ist irgendwie, ne, das hat Vor- und Nachteile. Einerseits hat man eine gut hörbare Geheimsprache über viel Reichweite und sowas, die der andere auch nicht versteht im Idealfall. Gleichzeitig verrät man halt sich auch durchs Pfeifen. Verschwinde. Verschwinde, du elender Schuft. Okay. Okay. Nicht schlecht, Ellie. Ich hoffe, ich komme hier wieder raus. Wie sieht's aus mit Heilung? Brauchen wir nicht, ne. Okay. Ah, hier liegt sogar Munition. Hier, mit offener Tür, als ob mir das Spiel sagen wollte, so, wenn du zufällig mal schnappen wollen würdest. Micha, ich habe gehört, dass du beim Einsatz bist. Was? Dass du mein Ersatz bist? Hier also noch ein paar Hinweise zu diesem Nest. Erstens, Scars sind listige kleine Wichser. Achte nicht nur auf die Straße, sondern auch auf die Dächer. Sie haben ihre eigenen Scharfschützen. Lass die Infizierten am Leben. Wenn die Scars rüber wollen, haben sie sie am Hals. Knall sie ab, sobald sie ihre Position preisgeben. Ich habe zwei dieser Kultisten erledigt und sehe gerade dabei zu, wie die Infizierten sie verschlingen. Ein schöner Anblick. Du bist krank, Alter. Du bist krank. Du bist ein kranker Kerl, Micha. Nee, Quatsch. Back. Okay. Und denk daran, lass dich nicht in die Enge treiben. Dein Überleben sei lang und dein Tod sei schnell. So, ich hoffe, wir können die Tür jetzt von hier öffnen. Ja, nur immer diese kleinen Kippschalter hier. So, Leute. Na gut, dann machen wir jetzt hier für heute Schluss. Und morgen schwinge ich mich darüber, ob da auch noch was ist. Vielleicht machen wir das jetzt auch noch. Warte mal. Achtung, wie geht das gleich nochmal? Ah ja. Das sieht fast so aus, als wäre das Absicht, ne? Aber irgendwie ist hier nichts. Schade eigentlich. Ach, von hier kann man auch hier rein. Ah, okay. Na ja, dann. Wo habe ich geparkt? Da hinten irgendwo. Von hier oben sieht das Wasser gar nicht mehr so gut aus, ne? Da wiederholt sich irgendwie, glaube ich, das Muster zu oft oder so. Weiß ich nicht. Sieht nicht realistisch aus. Aber wann sieht man es schon von hier oben, außer jetzt? Naja, bis morgen. Macht's gut. Ciao.